Genau jetzt, in einer Zeit, in der wir multiple globale Krisen erleben, brauchen wir die Hochschulen als Forum der offenen Debatte und als Produzentin von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich nehme an, dass diese Aussage die meisten von Ihnen zustimmen werden. Wie Hochschulen mit dieser wichtigen gesellschaftlichen Rolle, mit dieser wichtigen Aufgabe umgehen, mit Krisen, mit Herausforderungen und Transformationen, darüber sprechen wir jetzt mit unseren vier SpeakerInnen und auch mit Ihnen im Publikum. Ich darf jetzt noch mal alle vorstellen, auch für diejenigen, die gerade vielleicht den Vortrag nicht miterleben konnten. Neben mir sitzt Professor Dr. Thorsten Posselt. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Innovationsmanagement und Innovationsökonomie hier an der Universität Leipzig. Und er ist Institutsleiter des Fraunhofer Zentrums für internationales Management und Wissensökonomie. Neben mir sitzt Dr. Ulrike Kuch. Sie ist Vizepräsidentin für gesellschaftliche Transformation der Bauhaus-Universität Weimar. Und damit ist gemeint, dass sie auch verantwortlich ist für den Umgang der Uni mit Transformationsprozessen und insbesondere die Themen Transfer und sozial-ökologische Nachhaltigkeit gehören zu ihren Schwerpunkten. Hier sitzt Professor Dr. Evelyn Korn. Sie ist Vizepräsidentin für Universitätskultur und Qualitätsentwicklung an der Philipps-Universität Marburg und Vorstand Wissenschaft der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Diejenigen, die von Anfang an dabei waren, haben auch das Grußwort von Professor Dr. Matthias Midell gehört. Er ist Prorektor für Campusentwicklung hier an der Universität Leipzig mit dem Schwerpunkt Kooperation und Internationalisierung. Und er ist außerdem Professor für Kulturgeschichte hier an der Uni. Und ich darf mich auch noch mal Ihnen vorstellen. Mein Name ist Dayala Lang. Ich bin Journalistin und Moderatorin aus Köln und Alumna der Universität Leipzig. Herr Posselt hat gerade zentrale Thesen aufgestellt, wie es Hochschulen gelingen könnte, Wissenstransfer zu leisten und die Ergebnisse der Forschung und der Lehre in die Gesellschaft hineinzutragen und auch in Unternehmen. Weil er sagt, durch Wissenstransfer in die Gesellschaft und in die Wirtschaft wird der Erfolg des Landes gesichert. Und wichtig dabei, das hat er ganz zum Ende seiner Keynote gesagt, ist der Kulturwandel, dass gute, engagierte Lehre und Transferleistung nach außen zu Organisationen, zu Schulen, zu Unternehmen belohnt werden an den Unis. Weil bislang ist ja oft die Hauptwährung einer erfolgreichen wissenschaftlichen Karriere die Menge an Publikationen und Citations. Frau Kuch, als Vizepräsidentin für gesellschaftliche Transformation an der Bauhaus-Universität Weimar beschäftigen Sie sich ja mit dem Umgang der Uni mit Transformationsprozessen in all ihren Facetten, ob regional oder global. Und einer Ihrer Schwerpunkte ist ja tatsächlich das Thema Transfer. Was sind Ihre Gedanken zu der Keynote von Professor Posselt gerade? Ja, vielen Dank nochmal für den Vortrag. Ich fand das sehr spannend zu sehen, welche Schwerpunkte Sie gesetzt haben in Ihrem Vortrag. Die Bauhaus-Universität ist ja eine relativ kleine Universität in Thüringen und die Denomination meiner Vizepräsidentschaft ist eigentlich schon ein Signal dahin, wohin es gehen soll, wohin die Universität sich entwickeln will und wie sie diese, wie Sie sie genannt haben, aktive Rolle wahrnehmen möchte. Ich glaube, ich würde bei vielen Dingen, die Sie gesagt haben, würde ich zustimmen. Da sehe ich viele Parallelen auch zu den Prozessen, die bei uns an der Universität gerade laufen. Ich würde vielleicht noch zwei Sachen einbringen. Ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, ist die Frage der Zeit. Also in welchem zeitlichen Rahmen finden eigentlich Transferaktivitäten statt? Wie schaffen wir es da auch langfristig Netzwerke zu bilden, sowohl innerhalb oder zwischen den Universitäten, aber eben auch zwischen anderen Akteuren in der Gesellschaft? Ich glaube, das ist noch ein Punkt, der mir wichtig wäre, den noch einzubringen. Und dann ist es so, dass aus Sicht der Bauhaus-Universität wir mit unseren vier Fakultäten, die wir
nur in Anführungsstrichen haben im Vergleich zu so großen Hochschulen wie der Universität Leipzig oder Marburg zum Beispiel. Für uns immer eine wichtige Frage ist, wie können wir dieses Profil, das wir haben, einbringen? Und das ist bei uns im Speziellen immer die Frage der Kunst. Und ich glaube, Sie hatten auch in Ihrer Begrüßung auf die Kultur hingewiesen, was vielleicht ja als Kulturwissenschaftler nahe liegt, aber auch für uns ein wichtiges Thema ist. Die Wirtschaft ist für uns ein Aspekt, aber wir sehen es tatsächlich auch sehr breit. Also wir versuchen den Impact, von dem Sie gesprochen haben, in vielen Feldern zu verwirklichen und aber auch, das war eben auch ein Punkt, wo ich dachte, ja, da bin ich Ihrer Ansicht. Der erste Schritt ist, dieses Mindset zu verankern in der Hochschule und die Fragen zu beantworten, warum ist das eigentlich wichtig, dass wir das tun? Und vielleicht noch ein Aspekt, wenn ich den noch anfügen darf, darüber habe ich gestern mit einem Kollegen gesprochen, dass wenn man das immer weiter denkt, die Frage, wie werden wir wirksam in der Gesellschaft, kommt man irgendwann zu der Frage, wie grenzt man Aktivismus und Wissenschaft voneinander ab? Und das finde ich tatsächlich eine sehr spannende Frage. Sie hatten auch gesagt, nicht mit allen und jeden wollen wir irgendwie kooperieren, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie wählen wir PartnerInnen aus, was wollen wir auch in die Hochschule hineinholen, denn dieser rekursive Transfer ist ein wichtiges Thema. Aber tatsächlich die Frage, wo ist vielleicht dann auch die Grenze, wo können wir unsere Standards nicht mehr halten, die finde ich tatsächlich sehr spannend. Und da habe ich auch noch keine Antwort, also vielleicht in den nächsten Stunden dann hier. Ja, vielen Dank. Ein Umgang auch mit aktivistischen AkteurInnen, da werden wir später mit Frau Korn drüber sprechen. Sie hat ein Beispiel von ihrer Universität. Frau Korn, was waren Ihre Gedanken bei dem Vortrag von Herrn Posselt gerade? Ja, auch von mir herzlichen Dank. Ich bin Ökonomin von Haus aus, deshalb war für mich da vieles sehr gut anschlussfähig. Und einer Ihrer ersten Sätze auf den Folien war für mich sehr wichtig, nämlich zu sagen, wissenschaftlicher Auseinandersetzung gehört die Bereitschaft, die Haltung anderer und die Perspektiven anderer zu respektieren und Meinungen, die ich nicht teile, auszuhalten. Oder vielleicht auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die mich nicht glücklich machen, auszuhalten. Und da würde ich gerne ansetzen. Sie haben jetzt natürlich stark über die dritte Mission gesprochen und haben den Widerspruch oder die Trade-offs zwischen dem Kern von Universität und der gesellschaftlichen Erwartung so schön aufgezeigt. Und ich würde gerne einmal in den Kern gehen und ich glaube, der lässt sich gut aussöhnen mit dieser gesellschaftlichen Erwartung. Und im Kern kann man sagen, es ist der Umgang mit Nichtwissen, der Umgang mit Erkenntnis. Forschung weitet den Erkenntnisrand aus. Lehre und Transfer haben Aufgaben darin, neue Erkenntnisse in bestimmte Gruppen weiterzutragen oder durch dieses Weitertragen in die Gruppen auszuschärfen. Und die Universitäten, die Hochschulen waren in ihrem Diagramm mit Erkenntnisorientierung, Markt, Finanzierung so schön in der Mitte. Und ich glaube, das ist auch unsere Stärke. Wir haben Generationen zwischen 15 und ich glaube, unsere ältesten Lehrenden sind Anfang 80, ganz, ganz viele Generationen im Haus. Wir haben Diversität entlang vieler Dimensionen. Und für mich gehört da die Lehre als erste Form der des Transfers ganz wichtig dazu und das gehört zu diesem Mindset, das Sie beschrieben haben, auch erstmal die Reflexion, was ist meine Position hier in diesem sozialen System, die andere Person als Person zu respektieren, der offen und neugierig gegenüberzutreten. Ich glaube, Neugier ist eine wichtige Qualität, die wir kultivieren sollten. Und dann in der sachlichen Auseinandersetzung klar zu sein und dann auch sagen zu können, nee, hier sehe ich einen Fehler oder hier teile ich etwas nicht, aber es immer auf die Sache zu beziehen. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, in der Kombination mit Neugier auf Themen und auf Menschen, dann ist die Kultur, die Sie skizziert haben, ganz schnell in den Hochschulen. Und auch die Philipps-Universität hat ein ungewöhnliches Vizepräsidentenamt geschaffen mit der Universitätskultur. Und das ist etwas, was wir uns direkt für die Präsidentschaft, die gerade läuft, zur Aufgabe gestellt haben, nämlich mit den Fachbereichen ins Gespräch zu gehen. Wo verortet ihr euch eigentlich so in dieser Torte Forschung, Lehre, Transfer? Wie spielt das zueinander? Wie passt das zu den Querschnittsthemen?
und haben dann auch gemerkt, für ganz viele Wissenschaftlerinnen ist die Frage eine ganz schwer zu beantwortende Frage und ganz viele würden sich über ihre sehr weite Transferdefinition sehr freuen. Dann wird nämlich deutlich, wie viel Transfer auch schon geleistet wird, den viele Kolleginnen gar nicht als solches wahrnehmen. Also von daher, der Kulturwandel ist, glaube ich, im Gange und der lässt sich sehr gut aus unserem Kern heraussteuern. Vielen Dank. Herr Midell, was sind Ihre Gedanken, was möchten Sie gerne teilen? Und ich habe jetzt auch gerade schon viel Zustimmung gehört zu dem Vortrag. Vielleicht haben Sie aber auch einen Punkt, wo Sie nicht mit übereinstimmen. Falls ja, können Sie den gerne auch teilen. Jetzt muss ich wieder den Übeltäter spielen. Also, wir wollen es ja spannend machen. Nein, zunächst mal kann ich und muss ich dem ja zustimmen, was Sie gesagt haben, Herr Postel. Und das zeigt ja den Erfolg einer 50- bis 60-jährigen Arbeit an der Verankerung des Themas Transfer im Wissenschaftssystem. So weit, so gut. Ihre zentrale These, wir brauchen mehr Bewusstseinsbildung für dieses Thema, würde ich mal ankratzen und sagen, vielleicht haben wir die letzten 50, 60 Jahre im Prinzip Bewusstseinsbildung statt Geld gehabt. Ja? Aus dem Transferbegriff ist ausgegliedert worden, Frau Korn hat gerade darauf hingewiesen, unser zentrales Produkt, das sind Absolventen. Ja, also die dritte Mission ist gewissermaßen nach der Erledigung der ersten zwei. Wir haben als Universitäten, wenn ich es richtig beobachte, für die erste Mission, für die Lehre, weiter die Grundbudgets, die von den Ländern kommen. Die sind modest gewachsen mit Inflationsausgleich, aber da lässt sich viel klagen, dass sozusagen Ansprüche an Bildungsaufgaben nicht angemessen wachsend budgetiert sind. Die ganze Forschung ist in den letzten Jahren, die Forschungsmittel sind explodiert, nochmal zuletzt mit der Exzellenzinitiative, dann Exzellenzstrategie, ist sehr viel frisches Geld ins System gekommen, um Forschung zu unterstützen. Ich habe nicht gesehen, wo massiv Geld in den Transfer geflossen ist, an die Universitäten. Ja? Das heißt, wir sollen eine Aufgabe erfüllen, ohne Budget, aber mit gutem Bewusstsein. Können Sie irgendwo ein bisschen näher? Entschuldigung, ja. Und da ist natürlich ein Problem. Ich fand es dann sehr gut, als Sie sagten, entspannen wir uns ein bisschen und sagen, es gibt Teile der Universität, die spezialisieren sich auf dieses und andere auf jenes, weil das schon mal die Frage etwas lockert. Was können wir mit faktisch nicht vorhandenen Transferbudgets eigentlich anrichten? Und dann kommt die ganze Frage, wie weit fassen wir den Transferbegriff? Die zentralen Akteure, mit denen wir es als Hochschulen zu tun haben, sind ja Wirtschaft und öffentliche Verwaltung, die Anforderungen an diese Transferleistungen formulieren. Und ich finde, in dem Dialog, den wir dazu haben, fehlt häufig das Thema soziale Innovation. Ja, es geht um technologische Innovationen. Es geht um Übersetzung meistens von naturwissenschaftlichen Forschungsleistungen in Produkte durch das Todestal sozusagen des Transfers hindurch. Alles wichtig und überhaupt nicht strittig, aber ganz offenkundig ist ja die Einführung von neuen Technologien jedes Mal mit sozialen Innovationen beschäftigt oder verbunden. Für die, jedenfalls vermute ich, die drei Universitäten, die jetzt hier gerade am Tisch sitzen, vielleicht sogar besser qualifiziert sind als für die Weiterentwicklung naturwissenschaftlicher Dinge. Das haben jetzt hoffentlich meine Kollegen in den naturwissenschaftlichen Fakultäten nicht so deutlich gehört. Ja, aber diese sozialen Innovationen überhaupt als Transfergut kenntlich zu machen und nicht nur ein Vortrag zur weiteren Demokratisierung der Gesellschaft, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, den wir stärker hervorheben müssen. Ich gucke auf die Uhr. Ja. Vielen Dank, Herr Posselt. Jetzt möchte ich natürlich Ihnen die Möglichkeit geben, zu reagieren zunächst. Es wurde jetzt viel gesagt. Mhm. Sie können sich, ja, gerne aussuchen, auf welche Sachen Sie jetzt am liebsten reagieren möchten. Okay, vielen Dank. Ja. Also erstmal vielen Dank für das Feedback. Ja, ich finde das spannend, auch dass bei Ihnen gerade auch dieser Kulturbegriff so großen Raum eingreift. Sie sagten, Sie sind auch Ökonomin. Dann kommen wir ja beide sozusagen aus der Ecke, dass wir mit Anreizen arbeiten und eigentlich in der schnödesten Form sagen würde, Hochschullehrer X, Hochschullehrer Y bekommt 200 Euro zusätzlich, wenn sie guten Transfer macht. Das finde ich ziemlich fehlgeleitet oder das führt aus meiner Sicht nicht zum Erfolg.
Und insofern ist dieser Kulturwandel durch Kommunikation und wie bringt man Dinge in Kommunikation, wie bringt man das immer wieder ins Gespräch, das ist, glaube ich, viel wichtiger, um in einer Gruppe von Menschen einfach eine Wertschätzung dafür im Endeffekt zu signalisieren. Das freut mich, dass Sie das sozusagen für Ihre Institution, also offenbar als Auftrag regelrecht haben. Genau, dann auch vielleicht einen Satz dazu, dass Sie haben in Weimar 4 Fakultäten, sagten Sie, und ich würde mir das dann spannend vorstellen, wie Sie es auch angedeutet haben, dass Transfer eben auch oder dass beispielsweise auch Kunst ja ein unheimlich tolles Medium sein kann, Transfer zu leisten. Ja. Man muss das sicher durchdenken, wie kann das gehen, aber Kunst nimmt ja auch erheblichen Einfluss auf bestimmte Debatten. Ja. Und ich könnte mir das vorstellen, aber dazu bin ich viel zu sehr Laie in diesem Gebiet, um da ein Profil zu erarbeiten, aber das ist bestimmt eine super spannende Aufgabe, zu sagen, wie macht man das aus 4 Fakultäten heraus. Und ich glaube, dass eigentlich jede Institution aus der eigenen DNA entwickeln muss, wie sieht denn der Transfer aus. Vielleicht jetzt zu dem scheinbar Gegensätzlichen. Das stimmt, genau, die Universitäten haben eigentlich für diese Aufgabe kein Budget, soweit ich das überblicke, und das ist ein Problem. Jetzt machen wir einen großen Sprung. In der Bundespolitik wird das ja eigentlich gerade diskutiert. Da soll ja diese berühmte DATI, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, kommen, die dann den Hochschulen in einer Region und regionenbezogen Innovationen unterstützen soll. Ich bin gespannt, ob das kommt, weiß ich nicht. Und das Konzept dafür ist auch noch nicht, meines Wissens, noch nicht vollständig ausgereift. Das heißt, die Frage ist, kann das völlig befriedigen? Wahrscheinlich nein. Und steht natürlich die Frage, wie kann man für diese Aufgabe auch noch Ressourcen bekommen? Also da bin ich sicherlich Ihrer Meinung. Stichwort soziale Innovation, das finde ich sehr spannend. Ich bin, wie ich schon sagte, darf eben an der Universität Leipzig arbeiten, aber zudem auch bei Fraunhofer. Und Fraunhofer steht eigentlich dafür, 75 Institute, 73 davon machen Technologie. Ja, da passiert eigentlich genau das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich dass man total aus der technischen Perspektive guckt und wie man das auch an vielen technischen Hochschulen natürlich macht und dann sagt, okay, eigentlich ist der technologische Durchbruch ja die Entwicklung. Ja. Ich glaube auch, dass das so nicht stimmt und dass wir sozusagen die Verbindung brauchen von diesen technischen Innovationen zu sozialen Innovationen. Ich finde es eher ein bisschen schwierig, wenn es dann wieder ein Förderprogramm gibt und im Moment oder vor einiger Zeit gab es ein Förderprogramm soziale Innovationen als Ausschreibung aus dem Bundesministerium. Ja, das finde ich eher ein bisschen schade, weil ich würde sagen, die Verknüpfung macht's. Ja. Also dann sozusagen immer die Dinge isoliert zu betrachten und überhaupt finde ich es bedauerlich und das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den wir bei dem Transfer nochmal unterstreichen sollten, wenn es gelingt, unterschiedliche Fakultäten, unterschiedliche Richtungen zusammenzuführen. Und in Fraunhofer beobachte ich eben, dass die Technologie da oft sehr isoliert vorangetrieben wird, ohne dass man sehr früh, was einfach auch mit der Aufstellung des Systems zu tun hat, ohne dass man sehr früh soziale Aspekte berücksichtigt, dass man sehr früh berücksichtigt, was hat denn das für gesellschaftliche Auswirkungen, was bedeutet das für Individuen und alle diese Dimensionen. Und da wären eigentlich die Hochschulen super aufgestellt, als Hochschulen, zumindest mal, wenn es so große Hochschulen sind, sowas auch nochmal ganz anders zu denken, ob das die Digitalisierung ist, ob das künstliche Intelligenz ist, ob das bestimmte Energiesysteme sind. Und wir sehen, aus einer Fraunhofer-Perspektive, sehen wir unheimlich viele Technologien, also nicht nur die Digitalisierung, sondern auch andere, die in den nächsten 5 bis 10 bis 20 Jahren zum Durchbruch kommen werden, wo man sich dann schon manchmal die Frage stellt, wenn man einen Schritt zurücktritt, das bedeutet derartige Umbrüche und wir machen uns viel zu wenig Gedanken, was würde denn das bedeuten? Oder andersrum gedreht, wie können wir das in die Gesellschaft einbetten? Da renne ich jetzt bei Ihnen eigentlich offene Türen ein, weil ich dann sagen würde, naja, man muss die soziale Innovation vor dem Hintergrund dieser Technologieentwicklung begreifen, bewerten und ja, ein Stück weit vielleicht auch
ja, planen ist zu hart gesagt, aber aus einer Hochschulsicht mit begleiten. Ja, vielen Dank. Ja, Sie können gerne kurz darauf reagieren. Ja, ich hätte vielleicht nur einen Aspekt noch zur Frage der Kunst. Tatsächlich, die Kunst hat eigentlich bei uns das kleinste Problem, denn für die ist Transfer eher First Mission als Third Mission, denn die sagen, Kunst entsteht immer im Austausch mit Gesellschaft. Das heißt, da gibt es tatsächlich wenig Diskussion. Aber die Frage, wie man die Fakultäten zusammenbringt, die finde ich auch tatsächlich spannend. Vielen Dank. Über manche der Fragen werden wir auch heute auch noch bei weiteren Panels und im Laufe des Tages auch diskutieren. Frau Korn, Sie wollten auch kurz noch etwas dazu sagen. Ansonsten würde ich die nächste Frage sowieso an Sie geben und vielleicht passt das ja auch zusammen. Wir hatten im Vorgespräch nämlich darüber gesprochen, über den Konflikt und auch den Widerspruch zwischen dem Wesenskern der Hochschulen auf der einen Seite und den Leistungsforderungen der Gesellschaft auf der anderen Seite. Vielleicht können Sie das auch noch mal ausführen, was Sie damit meinen. Ja, das schließt tatsächlich zu meiner Frage an oder zu meiner Anmerkung. Wir reden über technologischen Wandel und Fortschritt. Damit ist verbunden aus ökonomischer Sicht Effizienzgewinne. Wir stellen uns auch vor, der zu verteilende Kuchen wird größer. Davon könnten ja alle profitieren. Wir wissen aus den großen Umwälzungen, das passiert nicht sofort. Ja, also der Manchester-Kapitalismus ist entstanden in einer Zeit, wo es eigentlich für alle mehr zu verteilen gegeben hätte, aber es haben sich eben wenige angeeignet. Wir stehen möglicherweise wieder an so einer Stelle und das dauert dann 100, 200 Jahre. Also gut, zeitliche Perspektiven muss man vorsichtig sein, Räder drehen sich schneller, aber es gibt eine relativ lange Zeit, in der solche technologischen Innovationen, wenn sie dann soziale Veränderungen betreiben, erstmal Konflikt betreiben. Und meine Erwartung an Universität, also vielleicht gar nicht Wunsch, niemand wünscht sich Konflikt, ist, dass wir in der Gestaltung dieses Konflikts wichtige Treiberinnen sind, weil wir es schaffen, Austauschräume zu haben, in denen man genau über diese verschiedenen Themen sprechen kann, aus verschiedenen Perspektiven sprechen kann. Also schon die Perspektive über Größe von Kuchen und Verteilung zu sprechen, ist ja eine sehr ökonomische. Und dann würden andere Wissenschaften vielleicht sagen, aber warum ist das die richtige Perspektive? Lasst uns doch erstmal darüber ins Gespräch kommen. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, und deshalb finde ich diese Perspektive auf, was ist der Kern von Universität und was ist ihre Leistung, mit einer großen Vorsicht zu betrachten. Die Leistungserwartung der Gesellschaft hat absolute Berechtigung. Wir sind steuerfinanziert. Über jeden Steuereuro muss man sich fragen, ist der an der Stelle, an der er jetzt ist, gut eingesetzt. Aber die ist natürlich kurzfristig. Und vielleicht ist unsere Aufgabe eher mit einer mittleren oder längeren zeitlichen Perspektive versehen, nämlich die Räume zu schaffen, die Pause zu schaffen, dass man über Dinge nachdenken und auch mal kräftig streiten kann, ohne dass es sofort ein sichtbares, bezifferbares Ergebnis geben muss. Und ich glaube, da brauchen wir auch einfach Geduld als Gesellschaft. Und da sind wir genau an der Stelle, was ist eigentlich mit Leistung und Kern der Universität? Ja, und auch, dass es eben diese Räume für Debatten in der Sache gibt, in der aber trotzdem das Gegenüber respektiert wird und es wirklich um die Sache geht und nicht emotional das Gegenüber zum Beispiel beleidigt wird oder Ähnliches, wie wir oft in sehr aufgeladenen Debatten ja in der Gesellschaft erleben. Frau Kuch, eine weitere Herausforderung für die Hochschulen ist ja auch, dass das Selbstverständnis der Wissenschaft der Hochschulen in Frage gestellt wird von der Gesellschaft. Ich meine, das haben wir auch sehr in der Corona-Pandemie erlebt. Wie erleben Sie das an Ihrer Hochschule und haben Sie Empfehlungen, wie eine Hochschule damit umgehen kann? Ja, ich glaube, der Kontext ist tatsächlich ja wichtig. Also wo sind wir als Universität, und Weimar liegt in Thüringen, und wir haben da ein Umfeld, das tatsächlich sehr geprägt ist von einem Rückgang der Akzeptanz von staatlichen Institutionen allgemein, der Demokratie als Staatsform und auch der Hochschulen und Universitäten als Einrichtungen, die quasi per se einfach nur, weil sie da sind oder vielleicht auch, weil sie schon lange da sind, einen Anspruch haben, bestimmte
Werte oder Normen zu setzen. Und dieses Umfeld ist für uns eine Herausforderung. Also wir sehen da die Notwendigkeit, darauf zu reagieren und eben stärker in den Austausch zu treten und zu zeigen, was wir eigentlich sind und uns auch selber zu fragen, was sind wir als Universität, was wollen wir, wie wollen wir tatsächlich in den Austausch treten, wie wollen wir in der Universität mit Themen umgehen und insgesamt eigentlich eine Haltung dazu zu entwickeln, ist das, was auch ein bisschen meine Aufgabe ist. Also, und die ist vermutlich nicht fest, sondern die wird sich verändern. Aber erstmal geht es darum, tatsächlich zu gucken, was machen wir? Wie sind wir in der Gesellschaft verortet? Wie gehen wir damit um? Und woran denken Sie, liegt das, dass das Selbstverständnis von manchen Personen in Frage gestellt wird? Oder wer sind diese Personen? Können Sie da bestimmte Gruppen ausmachen? Ich glaube, das sind verschiedene Prozesse, die da in den letzten Jahrzehnten vielleicht zusammenwirken. Das ist immer eine Verflechtung aus meiner Sicht von historischen, ökonomischen, ökologischen, politischen, vielleicht sogar auch kulturellen Verschiebungen, die sich nicht nur daran messen lassen, aber die insgesamt die Gesellschaft auszeichnen. Deswegen ist es mir auch immer so wichtig zu sagen, man muss gucken, wo ist man verortet? Und, denn die Anforderungen sind unterschiedlich, ob man über das Ruhrgebiet spricht oder über eine Kleinstadt in Thüringen, mittelgroße Kleinstadt in Thüringen. Und das ist, ich finde, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man auch schaut, was kann man leisten und was will man auch leisten. Das ist, tatsächlich ist es ja auch nicht so, dass Transfer funktioniert, indem man ihn top-down verordnet, sondern er muss von den TransferakteurInnen in den Fakultäten oder Fachbereichen kommen. Und das heißt, auch da geht es darum zu sagen, wo gibt es das Bedürfnis, das zu tun und vielleicht auch die Notwendigkeit. Und auch auf die Menschen zuzugehen, die vermutlich auch viele einfach eine große Distanz zur Uni haben und deshalb nicht verstehen, was in der Universität eigentlich vor sich geht. Genau, das ist auch ein bisschen die Frage, wie kriegt man das hin? Also die Frage stellen wir uns und wir haben den Weg gefunden zu sagen, wir versuchen Projekte zu fördern, die KooperationspartnerInnen aus der Zivilgesellschaft oder der Wirtschaft, der Kultur und so weiter haben und die da mit ihrem Wissen immer als universitäre, also als Institution zu denken, mit ihren Kompetenzen, ihrem Wissen, mit diesen AkteurInnen zusammenarbeiten. Und immer auch so verstanden, dass es eben auch aus diesen Kooperationen wieder einen Impuls gibt, der in die Universität zurückkommen kann. Und immer denken wir dabei diese verschiedenen Felder mit, also eben Kunst, wir haben aber auch Sozialwissenschaften, wir haben Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften bzw. Ingenieurwissenschaften. Immer das zusammenzudenken und zu gucken, was kann wer davon mitnehmen und rausgeben. Und die Frage der Finanzierung, die finde ich auch ziemlich zentral. In Thüringen ist es so, wenn ich das noch sagen darf, dass wir jetzt gerade daran sind, einen Struktur- und Entwicklungsplan zu entwickeln. Und zwar wird diese Rolle der Universitäten vom Ministerium gewünscht, aber das Ganze ist nicht mit Geld untersetzt. Der bezieht sich nur auf Technologietransfer. Also im Moment gibt es noch kein Geld, aber die Denkweise ist ja die. Und wir haben jetzt gesagt, wir müssen aber selber vorangehen. Also wir müssen irgendwie sagen, dass wir diese Rolle so interpretieren und dass wir dafür auch Unterstützung brauchen. Also wir versuchen den Spieß so ein bisschen umzudrehen, aber wir werden dann sehen im September, wie die Landesregierung aufgestellt ist und ob sie das unterstützt. Vielen Dank. Herr Posselt, vielleicht haben Sie auch noch weitere Ideen, wie der Austausch mit der Gesellschaft besser gelingen kann, auch was Frau Kuch gerade angesprochen hat, wo es ja oft auch je nach Uni-Standort zu unterschiedlichen Herausforderungen kommt für die Hochschulen. Ist gar nicht so einfach. Ja. Das ist ja eine Frage der, ich glaube, es ist eine Frage der Formate auch, der Formate und der Instrumente. Ja. Und in dem Vortrag hatte ich ja kurz verwiesen auch auf beispielsweise auch auf Internet-Communities und Ähnliches. Ja. Und ich glaube eben, dass man diese Formen der Kommunikation stärker nutzen muss, dass man stärker auch vielleicht Crowds oder Netzwerke bespielen kann oder sollte. Ja. Und dass das eine Form ist, Transfer stärker auf einer gesellschaftlichen Ebene voranzubringen. Und sich im Prinzip bewusst auch daran zu setzen, was für Instrumente haben wir denn da. Ja? Genau, also soweit eigentlich die kurze Antwort zu der gesellschaftlichen Dimension. Und dann, wir haben ja so ein bisschen immer die Unterscheidung mitschwingen, Transfer in die Wirtschaft,
Und das ist ja auch eine Transferaufgabe, die, glaube ich, die, denke ich, auch sehr wichtig ist. Und da kann man ja dann auch, da gelten im Prinzip teilweise ähnliche Instrumente, ja, weil man auch, auch das kann man wirtschaftlich nutzen, wenn man, wenn man Crowds hat, wenn man Netzwerke hat. Allein schon, wenn man der Idee anhängt, dass das Suchen nach neuen Produkten, Technologien und auch Verwendungskontexten von Technologien mit sozialen Kontexten, dass man das ja besser macht, ja. Da denke ich, kommt es ganz stark auf einfach Kommunikation an. Und Kommunikation ist ja die Basis eigentlich für, Kult, für eine bestimmte Kultur. Ja. Ja. Ja, auch, also Sie hatten ja auch das Thema Kulturwandel angesprochen. Genau. Auch darüber werden wir heute im Laufe des Tages noch mehrfach zu sprechen kommen, weil ich denke, das ist sehr essentiell in all dem. Herr Midell, Sie haben nicht nur die Finanzierung jetzt gerade angesprochen, das Transfer, dass es dafür eben nicht die notwendigen Gelder aktuell gibt, aber ein entscheidendes Problem, das haben Sie mir im Vorgespräch verraten, ist ja auch, dass die Universitäten generell mit Aufgaben überladen werden, die ihnen zugeschrieben werden und auch mit einer überzogenen Vorstellung, wie schnell Probleme gelöst werden können oder wo es vielleicht aber keine einfachen Lösungen für gibt. Können Sie den Punkt ausführen, wo Sie da die Hauptproblematik sehen? Naja, also das Problem, dass Sie haben das ja gerade ganz wunderbar beschrieben, wie wir regelmäßig der Gesellschaft und der Politik in die Falle gehen. Ja? Wir nehmen die Aufgaben, die uns zugeordnet werden, mit Begeisterung an, sagen, ja, das können wir leisten, wir haben eine Verantwortung, wir sind staatsfinanziert und so weiter. Und wenn dann die Finanzierung dazu nicht kommt, dann schaffen wir das trotzdem. So. Es ist abzusehen, welches Dilemma sich daraus ergibt im Laufe der Zeit. Und deswegen tun wir viele Dinge etwas unvollkommen und sind mit uns selber unzufrieden. Lassen Sie mich aber nochmal einen anderen Schluck Wasser in den Wein gießen. Wir sind jetzt alle daran gewöhnt, diese Öffnung zur Gesellschaft hin als etwas Positives zu beschreiben. Und das ist es ohne jeden Zweifel. Die österreichische Wissenschaftssoziologin Helga Nowotny hat Anfang der 1990er Jahre postuliert, dass wir uns jetzt in ein System Science 2.0 begeben, in dem wir nur noch Co-Produzenten von Wissen sind, das andere Akteure auch betreiben. Das war damals wichtig, um den Elfenbeinturm mit kleinen Türen zu versehen, aus dem Leute rauskommen konnten und so weiter. Inzwischen haben wir aber es zu tun mit mächtigen Co-Produzenten von Wissen in der Gesellschaft, die den Universitäten weit überlegen sind in ihren Ressourcen und in ihren Möglichkeiten, etwas zu prüfen. Also ob etwas Erfolg verspricht, ob etwas zutrifft und so weiter und so fort. Und wir haben als Universitäten nicht mitgezogen in der Diskussion, was können wir spezifisch und was können wir nicht. Ich will das Problem an einem Stichwort soll deutlich machen, das jetzt ziemlich prominent geworden ist, Fake News. In der gesellschaftlichen Debatte ist völlig klar, was Fake News sind. Ja, da sagt jemand etwas komplett gegen Evidenz. Im Wissenschaftssystem sind Fake News absolut notwendig, aber es ist was ganz anderes damit gemeint. Wir brauchen Hypothesen, die sich als falsch herausstellen und so weiter. Wenn ich das einfach durcheinander bringe, dann stehen die Universitäten da wie irgendwie beliebige Produzenten von Wissen. Das kann sein, das kann nicht sein. Wer kann denn bitte heute noch unterscheiden, was richtig und falsch ist? Und dann gerät wirklich etwas in der Funktion der Universitäten für die Gesellschaft in Gefahr. Ja, deswegen glaube ich, wir müssen diese Frage, was wir spezifisch leisten können in der Konkurrenz mit anderen Wissensproduzenten, dass wir die in den Mittelpunkt rücken müssen. Und der Transfer ist dann sagen ein Unterthema davon, wie machen wir das mit Wirtschaftsakteuren. Ja? Aber wir sind nicht mehr die zentrale Autorität für Wahrheit, wie um 1900. Wir sind aber auch nicht irgendein beliebiger Fake News-Produzent. Und dazwischen müssen wir, glaube ich, genauer bestimmen, was wir leisten wollen und können. Und ich vermute, Sie wirken schon so, als könnten Sie da anschließen oder widersprechen. Ja, Sie können gerne kurz darauf reagieren und dann möchte ich dem Publikum die Möglichkeit geben, eine Anmerkung zu machen. Wir sind uns ja hier so wieder so herrlich einig. Das ist ja für jemanden, der ein Panel moderiert, muss das ein Albtraum sein, wenn alle immer nur sagen, ja, da kann ich gut anschließen. Bestimmt gleich anmerken. Ich versuche mal, die eine Stelle zu finden, wo es vielleicht ein bisschen reibt. Und ich frage mich so,
wir Universitäten die Gesellschaft. Ich glaube, das macht eine Dichotomie auf, die ich so nicht sehe. Wir haben so viel Heterogenität, Diversität, unterschiedliche Interessen in den Universitäten. Wir sind ein Teil der Gesellschaft und ich glaube, es fängt damit an, dass wir uns als das wahrnehmen. Und dann geht es eben los damit, die Gruppe der 14- bis 29-Jährigen macht nur noch 10% der Gesellschaft aus. Ich bin so gerade kein Boomer mehr. Ich ziehe meinen Mann immer damit auf, der ist noch voll drin. Das sind die Leute, die politisches Geschehen bestimmen und viele junge Leute haben nicht den Eindruck, dass wir ihre Interessen wahrnehmen. Ist die Universität ein Ort, an der dieser Streit geführt werden kann? Und ich würde sagen, ja, das muss sie sein und das kann sie sein. Und dann können wir Hypothesen bilden und sie schon, weil wir uns als gesellschaftliches Teilsystem sehen, diskutieren und abbilden. Und ich glaube, da liegt ganz viel Kraft und auf die können wir uns, glaube ich, gut besinnen. Ja. Vielen Dank für den Input. Ich möchte jetzt Ihnen im Publikum jetzt schon einmal die Chance geben, eine Frage zu stellen. Es wird gleich am Ende auch noch mal den Raum für weitere Publikumsfragen gehen, aber wir werden jetzt thematisch uns etwas zu einem anderen Thema und Schwerpunkt hinbewegen. Und ja, viele von Ihnen haben ja auch den Vortrag von Professor Posselt gehört. Vielleicht haben Sie dazu noch Anmerkungen. Also falls es jetzt eine Frage oder eine Anmerkung gibt, würde ich eine Frage aus dem Chat und eine Frage aus dem Publikum jetzt rannehmen und alle weiteren dann später. Ja. Erstmal, wir würden digital first, wir würden erst die Frage aus dem Chat dran nehmen und dann Sie aus dem Publikum. Rico, gibt es eine Meldung aus dem Chat oder eine Frage? Genau, es gibt eine Frage. Ich lese sie jetzt einfach mal so vor, wie sie hier steht. Bei der Diskussion kommt der gemeinnützige dass viele Fehlentwicklungen das, oft als... Der Ton war etwas ab. Okay. Könntest du noch mal von vorne anfangen? Bei der Diskussion kommt der gemeinnützige Sektor meiner Einsicht oft zu kurz. Wenn man bedenkt, dass viele Fehlentwicklungen oft als erste von den Non-Profit-Organisationen aufgegriffen werden, finde ich das schade. Wie ist der Stand, dritte Mission und gemeinnütziger Sektor? Hm. Herr Posselt, wollen Sie darauf antworten? Da Sie die dritte Mission, ich nehme an, das hat sich auch auf Ihren Vortrag bezogen. Genau, wie ist der Stand mit dem gemeinnützigen Sektor? Aus meiner Perspektive sind gemeinnützige Organisationen erstmal auch solche, die im Transfer ebenso bedient werden, in Anführungsstrichen, wie andere auch. Ja, natürlich könnte man sagen, der gemeinnützige Sektor sollte vielleicht ein Stück weit bevorzugt werden. Das könnte man diskutieren, wo es passt. Ja. Aber die gemeinnützigen Organisationen, die wir in Deutschland haben, das ist ja ein Wahnsinnsspektrum von Feuerwehr über Vereine zur Förderung von allen möglichen Dingen. Also ich würde argumentieren, dass das etwas ist, was auch aus den Hochschulen heraus immer zu denken ist, wo kann man einen Beitrag leisten. Ja, also es geht nicht darum, einen bestimmten Sektor jetzt unbedingt zu bevorzugen oder bevorzugt zu bedienen. Dafür gibt es ja auch keinen materiellen Anreiz, das haben wir eben drüber gesprochen, sondern es geht darum, aus der DNA von Hochschulen zu entwickeln, wo kann man denn in welchen Teilen der Gesellschaft oder zu welchen Organisationen, seien sie gemeinnützig, seien sie for profit, kann man denn besonders viel beitragen oder besonders gut beitragen? Vielen Dank für die Antwort. Jetzt die Frage aus dem Publikum. Wenn Sie mögen, stellen Sie sich auch gerne kurz vor. Mein Name ist Kathleen Schlütter von Recent Globe. Da bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin. Meine Frage bezieht sich nochmal auf die Rolle der Universitäten oder der Hochschulen im Allgemeinen. Und Sie haben ja schon gesagt, die Hochschulen sind eine heterogene Gemeinschaft. Und es ging ja auch um die Frage, welches Wissen wird eigentlich gehört, welchen Wettstreit von Fakten haben wir vielleicht auch. Und mich würde interessieren, die Frage der einzelnen Mitglieder der Hochschulen, insbesondere ProfessorInnen. Das haben wir in der Pandemie gesehen, da gab es einzelne ProfessorInnen, die
Die haben sich als Experten profiliert, wurden auch gern eingeladen, gehört, hatten aber wissenschaftlich zu dem Thema unter Umständen gar nicht konkret geforscht oder nicht unbedingt was gesagt. Und das sieht man immer wieder, dass sozusagen Menschen ihren Status als Professorin nutzen, um als Expertin Gehör zu finden. Und das zieht, habe ich den Eindruck, manchmal eben macht das dann, dass man den Eindruck hat, die Universitäten würden irgendwelches Wissen zum Besten geben. Und meine Frage wäre, können Hochschulen eine Strategie haben, damit umzugehen, und gibt es da irgendwelche Ansätze, weil natürlich gleichzeitig die Freiheit von Forschung und Lehre ein sehr hohes Gut ist und es natürlich auch ein sehr hohes Gut ist, dass einfach jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin sich zu Themen äußert und da einen substanziellen Beitrag leisten möchte, aber wie kann man in diesem Spannungsfeld irgendwie einen verantwortungsvollen Umgang finden, der wieder dazu hinführt, dass eben, wenn was aus einer Universität oder von einem Universitätsmitglied formuliert wird, dass dann auch klar ist, okay, da steckt auf jeden Fall wissenschaftliche Substanz dahinter. Und ich glaube, das ist ein Spannungsfeld. Ja, wahrscheinlich gibt es keine einfache Lösung, aber ich wollte mal fragen, ob es da vielleicht schon Ansätze gibt. Frau Korn, möchten Sie darauf antworten? Wir hatten zumindest etwas darüber im Vorgespräch gesprochen, nämlich deshalb spreche ich Sie an. Das ist eine komplexe Frage, die Sie stellen. Die Formulierung schreibt da jetzt so viel Verantwortung den ProfessorInnen zu, die sich ins Rampenlicht stellen. Ich glaube, natürlich, also, da sind ProfessorInnen so breit wie die Gesellschaft. Da gibt es Introvertierte und Schüchterne und Rampensäue. Also dazwischen gibt es alles. Ich würde gerne den Fokus woanders hinrichten, nämlich sie werden auch dahin gestellt. Hier sind wir, glaube ich, genau an diesem Spannungsfeld zwischen Kern der Universität und der Leistungserwartung der Gesellschaft. Und Journalismus wünscht sich Menschen, die in kurzen Hauptsätzen verwertbare Statements produzieren und nicht, wenn das so wäre, dann würde ich zu Folgendem neigen. Und also diese Art von Differenziertheit ist ja in öffentlichem Diskurs oft gar nicht gewünscht. Das heißt, gesehen werden die Menschen, die in der Lage sind, diese Sätze zu produzieren. Und das finde ich jetzt erstmal eine Qualität und gar keine Abwertung. Und dann geschieht etwas, was, glaube ich, Sie gerade gemeint haben, nämlich ich habe eine Hypothese, die habe ich formuliert, die muss ich als Wissenschaftlerin äußern können. Und dann gibt es irgendwo jemand anderen, der sagt, das ist falsch. So, und wenn aber plötzlich dieses, das ist falsch, dieses Gegenstück nicht mehr da ist und meine Äußerung als Wissenschaftlerin wird zur veröffentlichten Meinung, wird zur unreflektierten Basis für politisches Handeln, dann überdehnen wir das, was Wissenschaft leisten kann. Und dann haben wir eine Verantwortungsdiffusion der Entscheiderinnen und dann freut sich, also unsere vierte Gewalt freut sich, dass sie jemanden hat, auf den sie sich berufen kann. Die Politik ist froh, dass sie sagen kann, aber das hat die Wissenschaft gesagt und geht völlig aus ihrer Entscheidungsrolle raus. Und ich glaube, es entsteht ganz viel, also auch das ist jetzt sehr vereinfacht, aber ich glaube, es entsteht ganz viel aus diesen Zwischenspielen. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin Hochschulleitung und ich habe eine Kollegin oder einen Kollegen, die werden nachgefragt für diese Veranstaltung. Ich wäre verrückt, wenn ich sagen würde, du gehst da nicht hin. Also auch das ist ja ein Teil des Spiels und das hat auch mit der Leistungserwartung zu tun. Und ich glaube, da lohnt es sich auch, in diese komplexen Prozesse reinzuschauen. Und ich glaube, es gibt keine einfache Antwort. Ja, vielen Dank. Heute sind es noch 4 Tage bis zur Europawahl. Klimakrise, Migration, Nationalismus und Rechtspopulismus sind die großen Herausforderungen für die EU aktuell. Frau Kuch hat mir berichtet, dass an der Bauhaus-Universität Weimar es ein Projekt gibt, und Sie haben es gerade auch schon kurz erwähnt hier, mit der die Uni für die Demokratie einstehen möchte. Das Projekt heißt Demokratie stärken und ist der thematische Schwerpunkt Ihrer Universität im Jahr 2024. Vielleicht können Sie mir zunächst verraten, warum erst jetzt und ja, warum gerade jetzt, wissen wir wahrscheinlich alle, aber warum vielleicht auch erst jetzt? Also erst jetzt würde ich gar nicht sagen, denn die Beschäftigung mit dem demokratischen System in Thüringen oder in der Bundesrepublik, die hat natürlich in der Forschung, in der Lehre schon immer einen Platz. Also gerade bei den Disziplinen, die
denen das natürlich innewohnt. Also ich denke jetzt in Weimar vor allem an die SozialwissenschaftlerInnen. Das heißt, das passiert schon. Unsere Überlegung war, dass wir, vielleicht muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen, ich bin seit Juni 2023 Vizepräsidentin. Das heißt, wir sind noch ein relativ neues Präsidium. Und als wir uns gefunden haben, haben wir uns natürlich mit der Frage auseinandergesetzt, was zeichnet die Bauhaus-Universität aus, wo wollen wir eigentlich hin? Und für uns war ein Punkt zu sagen, wir wollen diesen Austausch mit der Gesellschaft stärken. Das ist für uns ein Anliegen. Und wenn man sich Thüringen anschaut, dann kommt man da sehr schnell zu der Beobachtung, dass das, was ich eben beschrieben habe, stattfindet. Also es gibt eben eine abnehmende Akzeptanz von Wissenschaft und auch des demokratischen Systems. Im Hochschulgesetz aber steht auch im Thüringischen Hochschulgesetz, § 5, steht als Aufgabe der Wissenschaft, dass wir auch für einen freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat, dass wir zu dem beitragen, ist, glaube ich, die Formulierung. Ich müsste noch mal genau nachgucken. Und wir haben diese Aufgabe der Hochschulen angenommen und gesagt, okay, wir wollen eigentlich das, was schon passiert, mehr ins Rampenlicht stellen und sagen, wir zeigen mal, was wir da machen und wir versuchen auch Anreize zu schaffen, die KollegInnen, die das schon machen, dabei zu unterstützen und die, die vielleicht in dem Feld unterwegs sind, aber noch nicht so sicher sind, wie sie das machen und warum sie das machen, die dabei zu unterstützen. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel von einem Projekt, was jetzt im Rahmen dieses thematischen Schwerpunktes stattfindet? Es gibt tatsächlich eine ganze Bandbreite. Wir haben nämlich ein Netzwerk gebildet in der Universität erstmal, also zu sagen, wer beschäftigt sich damit und dann auch Förderprogramme aufgelegt. Und dabei sind, also wenn Sie sich die Webseite www.univeimar.de/demokratie angucken, da gibt es einen Überblick über eine ganze Reihe von Projekten. Das geht eben von künstlerischen Projekten, sehr praktisch, weil die das sowieso eigentlich in ihrer DNA tragen, die Fotografieprojekte machen mit Jugendlichen. Es gibt Vortragsreihen, die in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule passieren, wo wir eben eine ganz andere Klientel auch erreichen können mit dem, was die KollegInnen sowieso schon machen. Es gibt also wirklich eine ganz großes Spektrum an Aktivitäten, auch sehr forschungsnah. Die Wahlen selbst beforschen zum Beispiel ist auch ein Thema. Und wir sind, glaube ich, also ich war zumindest sehr überrascht davon, wie viele von den KollegInnen sich in diesem Bereich auch verorten konnten und gesagt haben, ja, wir machen das und wir sind daran interessiert, dass es einen Austausch gibt. Und das finde ich tatsächlich auch wertvoll. Wir wollen das auch weiterführen. Deswegen habe ich auch die Frage der Zeit, des zeitlichen Rahmens mit eingebracht. Also nicht zu sagen, wir machen das jetzt nur in 2024, sondern wir wollen das tatsächlich weiterführen. Wahrscheinlich in einem geringeren, ziemlich sicher, in einem geringeren Maße. Aber es geht darum, auch langfristig diese Themen für die Universität zu sichern, sozusagen. Ja, neben der Herausforderung, für die Demokratie einzustehen, Demokratie zu stärken, ist ja eben eine große Herausforderung die Klimakrise. Und es kam gerade schon zur Sprache, wie geht man als Hochschule mit Aktivismus um? Frau Korn hat mir im Vorgespräch von einem Beispiel erzählt von ihrer Uni in Marburg, wie sie vor anderthalb Jahren als Hochschulleitung mit der Occupy and Fossil Bewegung umgegangen sind. Das ist eine Klimarechtsbewegung, so bezeichnen sie sich selbst, die das Ende der fossilen Ära fordern. Die haben bei ihnen das Audimax besetzt und sie haben einen sehr eigenen Umgang damit gefunden. Vielleicht wollen Sie das als Beispiel, weil uns dieses Thema ja auch weiterhin beschäftigen wird, nennen. Ja, und ich würde es gern direkt ein bisschen umframen. Es ist nicht, die Hochschulleitung hat einen Umgang damit gefunden, sondern es war von Anfang an von zwei Seiten natürlich ein Dialog. Mhm. Und tatsächlich waren wir in der glücklichen Situation, dass unsere Hörsaalbesetzerinnen tatsächlich auf Dialog ausgelegt waren. Wir haben mitbekommen, also der AStA hat angerufen und hat gesagt, da ist eine Besetzung, wir würden gern vermitteln. Das fanden wir schon ganz wunderbar. Ich bin mit der Kollegin, die für Bildung zuständig ist, direkt in den Hörsaal und wir haben am Anfang erstmal eine halbe Stunde, eine Stunde mit den jungen Leuten wirklich im Schneidersitz auf dem Boden gesessen und diskutiert und es wurde viel geweint, weil die Verzweiflung so groß war. Und das war etwas, also nicht die Vizepräsidentin,
Wir waren nicht verzweifelt, Gott sei Dank. Es war für uns sicher herausfordernd, aber die Wahrnehmung der Studierenden, die da besetzt haben, war: um uns bricht die Welt zusammen und niemand will es hören, Teil 1, und wir können nichts tun und wir möchten endlich in die Situation kommen, etwas tun zu können. Das war das Bedürfnis, und eben die Verzweiflung war so groß, und die Ohnmacht war groß. Und das heute zu erzählen mit den vielen Hochwassern, die gerade in Süddeutschland sind, ich komme auch aus NRW, der Erftkreis ist mir noch sehr präsent von vor 2 Jahren. Und eine Formulierung gestern im Heute-Journal oder in den Tagesthemen war: je häufiger diese Katastrophen sind, umso weniger Interesse wecken sie. Und das ist genau auch das Gefühl unserer BesetzerInnen gewesen, nämlich es kommt immer näher, und je näher es kommt, umso weniger interessieren sich die Leute. Und wir möchten, dass uns die Menschen zuhören, und das ist ja auch der Grund, warum diese Gruppe in die Audi-Maxe geht und sagt, wir wollen möglichst viele Menschen erreichen. Und wir konnten im Gespräch erzielen, dass viele Menschen erreichen heißt, die Veranstaltungen müssen stattfinden. Weil das Gefühl war, zu uns kommt ja keiner. Und wir haben dann gesagt, so, aber wenn ihr jetzt hier euer eigenes Programm macht, dann kommt ja wieder keiner. Nehmt doch die, die kommen, weil da 800 Sitzplätze sind. Darauf hat sich die Gruppe eingelassen, und ich glaube, das war auch aus Sicht der Gruppe ungewöhnlich. Von allen Kolleginnen und Kollegen im Umfeld habe ich gehört, dass die Gruppen sich darauf nicht eingelassen haben. Also deshalb war es jetzt nicht die Hochschulleitung, die das so super gemanagt hat, sondern es war tatsächlich die Fügung, dass da ein Dialog entstehen konnte. Und natürlich hat es auch gekracht. Es war dann eine Einführung in die BWL angesetzt. Dann sagte die Gruppe, nee, mit BWLern reden wir nicht. Also die hören sowieso nicht zu, und das ist doof. So, und dann sind wir wieder verhandeln gegangen und haben gesagt, nee, das geht nicht. Wenn alle kommen dürfen, dürfen alle kommen, und nehmt doch diese 400 BWLerInnen. Waren auch plötzlich nur Männer. BWLer sind nur Männer. Und sprecht mit denen. Und ich war leider nicht da. Ich hatte eine parallele Sitzung. Aber alles, was ich gehört habe, war super. Da hat die Luft gebrannt in diesem Hörsaal, weil die sich nichts geschenkt haben gegenseitig und gestritten haben und über Haltungen und über Werte und was sind die richtigen Fakten. Also so, wie ich es mir, wenn es um Streit geht, wünsche. Und es hat diese Gruppe eine Woche durchgehalten. Und was ich sehr bezeichnend fand an der Stelle war, sowohl unsere lokalen Medien als auch die überregionalen Medien waren nur an der Frage interessiert, wann räumen sie. Eine rühmliche Ausnahme war die Hessenschau, die ist gekommen und hat was zu politischen Bewegungen gemacht und hat die Studierenden interviewt, hat mit uns gesprochen, hat gesehen, wie der Dialog stattfindet. Die haben eine durchaus distanziert neutrale Berichterstattung gehabt. Alle anderen wollten nur wissen, räumen sie? Dann wären sie gekommen und hätten ihre Kameras aufgestellt. Wir haben nicht geräumt, dann gab es kein Interesse. Und es kulminierte in einer sehr angesehenen überregionalen Zeitung, die die Studierenden schon interviewt hatte und dann am Tag vor der Veröffentlichung sagte, wir werden das nicht berichten. Sie sind zu kooperativ, es finden ja Vorlesungen in dem Hörsaal statt. So, und das finde ich, das zeigt auch, wie so eben diese gesellschaftliche Erwartung ja gar nicht immer eine produktive gesellschaftliche Erwartung ist, sondern auch eine ist, die von der Skandalisierung lebt, davon die Emotionen auf die Spitze zu treiben und genau gar nicht wünscht, dass wir einen Raum schaffen, in dem dieser Streit stattfinden kann. Und also das hat uns in der Hochschule sehr geprägt, und wir versuchen, diese Art von Dialog aufrechtzuerhalten, und bis jetzt sind wir auch in der Situation, dass es gelingt und auch die Studierenden ein Interesse daran haben. Und ich glaube, das ist das, was ich mir wünsche, dass wir das erhalten können, diesen Raum. Herr Posselt, Sie haben sich gerade auch einige Notizen gemacht, habe ich gesehen. Möchten Sie darauf reagieren? Gerne. Ich finde das eine sehr beeindruckende Geschichte, wie Sie das gesagt haben. Und mir fallen dazu 2 Dinge ein. Das eine ist sozusagen die Beziehung zwischen Demokratie und Technologie. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Studien, die auch sagen, wir kommen immer stärker sozusagen in bestimmte Bubbles. Wir wissen, wir werden sozusagen im Internet getrackt. Es werden Persönlichkeitsprofile entstehen. Das heißt, wir bekommen ja gespiegelt sozusagen, was wir selber uns auch ein Stück weit wünschen. Und ich denke, dass das trägt die Gefahr in sich, wenn man das jetzt mal extrapoliert und weiterdenkt, dass man als Individuum
dann sozusagen immer sich sozusagen wohlfühlt, gepampert wird, dass es auch zunehmend schwer wird, Streit als Individuum auszuhalten und Streit als etwas zu erleben, was eigentlich dazugehört zum Abgleich zwischen Individuen, um neue Perspektiven zu erschließen. Und ich finde das ein wunderbares Beispiel des Gelingens, das Sie gerade skizziert haben, von denen wir eigentlich mehr brauchen. Und umso trauriger ist es, wenn Sie sagen, das ist dann, kommt dann nicht, schafft es nicht in die Berichterstattung. Wozu mir natürlich ad hoc einfällt, dass wir da eben, dass das gar nicht mal so der Spiegel der Öffentlichkeit ist, sondern natürlich die Frage, wann wird eigentlich so ein Medium gekauft? Ja, dahinter stehen ja jetzt auch eben auch kommerzielle Interessen. Ja. Und da, insofern ist es schade, wenn solche Beispiele nicht transportiert werden. Und man kann es eigentlich nur als beinahe Best Practice Beispiel, wenn Sie so, wie Sie es beschrieben haben, ja, irgendwie transportieren, doch transportieren. Ja, vielen Dank für Ihre Gedanken dazu. Jetzt möchte ich Ihnen im Publikum nochmal die Chance geben zu reagieren. Wir haben noch knapp 10 Minuten Zeit. Wir machen es wieder so, dass wir mit dem Chat beginnen und dann eben abwechselnd Chat und Personen vor Ort hier Fragen stellen können. Rico, gibt es denn weitere Fragen im Chat? Es gibt keine neuen Fragen im Chat, deswegen können wir die gerne aus dem Publikum nehmen. Alles klar, vielen Dank. Gibt es Bemerkungen im Publikum? Hier ging die Hand ganz schnell hoch und dann dort. Ich bin Thorsten Steiden, arbeite aktuell als Referent für Hochschulenforschung beim Landesverband Sachsen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und habe voriges Jahr mitorganisiert ein bundesweites Seminar, wo es um was ging, was ist Wissenschaftsfreiheit, was bedeutet Wissenschaftsfreiheit für Promovierende. Und in dem Hintergrund würde ich noch mal gerne aufgreifen den Satz, Demokratie, für die Demokratie ist es wichtig, andere Meinungen auszuhalten. Und da die Frage in die Runde, angesichts von dem, was ja auch in Ihrem Vortrag kam, Herr Posselt, am Anfang, Fake News, Desinformation, wo gibt es da Grenzen für die? Die Diskussion gibt es ja nicht nur bei der Wissenschaftsfreiheit, die gibt es bei der Kunstfreiheit, die gibt es bei der Meinungsfreiheit. Also um es auf die Spitze zu treiben, bewusst holzschnittartig, heißt Wissenschaftsfreiheit, man darf jede Meinung vertreten, darf ich sag mal unpolitisch, hoffentlich unpolitisches Thema, man darf behaupten, die Sonne dreht sich um die Erde. Ist das in vergangenen Jahrhunderten gab es die Dispute an den Hochschulen, wo dann eben Meinungen ausgetauscht wurden. Sie haben ein schönes Beispiel gesagt, gerade dargestellt, dass es heute auch noch geht. Aber hat irgendwo, gibt es da Grenzen für Meinungen oder kann man unter dem Deckmantel der Wissenschaftsfreiheit alles sagen? Mhm. Vielen Dank für die Frage. Wer möchte darauf reagieren? Ich fange mal an und hoffe auf Unterstützung. Wir erleben ja im Moment in vielen Auseinandersetzungen, wie fein die Unterschiede zwischen Meinungs- und Wissenschafts- und Kunstfreiheit sind. Und jetzt bin ich keine Öffentlich-Rechtlerin. Ich könnte das nicht in Details voneinander abgrenzen, aber ich weiß, dass es für Hochschulleitungen oft sehr schwierig ist. Und tatsächlich ist die Wissenschaftsfreiheit ein hohes Gut. Und das ist ja erstmal das, wofür wir zuständig sind, wenn es um unser Personal geht. Und ich würde immer erwarten, solange man sich in den Rahmenecken des Grundgesetzes bewegt, ist viel sagbar. Und dann braucht es aber auch die Gegenrede. Und das ist, glaube ich, das, was es dann benötigt, dass zu den Dingen, wo auch jemand sagt, wir dehnen gerade die Grenze des Sagbaren aus, das erlebe ich auch so, das finde ich sehr schwierig. Und das lebt davon, dass es eine Gegenrede gibt und dann klar, sehr klar wird, dass es sozial nicht akzeptiert, was hier gesagt wird. Und diese Rückmeldung braucht die Person. Und das ist also schwer aushaltbar. Ich meine, wir alle lesen vermutlich die großen Zeitungen, die die aktuellen, auch gerichtlichen Auseinandersetzungen diskutieren, wie weit diese Freiheit geht. Alle diejenigen, die Proteste auf öffentlich zugänglichen Hochschulgeländen haben, wissen, wie weit diese Freiheit geht. Und das ist ein hohes Gut und sie lebt davon, dass sie alle auf eine zivilisierte Art und Weise nutzen. Und dafür würde ich gerne eintreten, Herr Midell.
Vielen Dank. Wir haben noch 5 Minuten. Wollen Sie dazu antworten? Ansonsten würde ich noch eine zweite Publikumsfrage dran nehmen und Sie antworten auf die nächste Frage. Aber ich wollte nur sagen, die Verbindung zu einer der ersten Fragen ziehen. Ich glaube, wir müssen unterscheiden, ob sich jemand auf die Meinungsfreiheit berufen darf, die nur durch Gesetz eingeschränkt ist, dort, wo es Dinge gibt, die verboten sind, und Wissenschaftsfreiheit. Das sind zwei verschiedene Dinge. In der Wissenschaft, also ich kann, der Begriff Experte ist leider völlig ungeschützt als Markenzeichen. Jeder kann von einem Presseorgan zum Experten ernannt und angefragt werden, und wenn er clever ist oder sie clever ist, wird es auch gut funktionieren. In der Wissenschaft bräuchte es jetzt Maßstäbe für den Experten. Die sind vorhin auch in der Frage mitgenannt worden. Gibt es eine Qualifikation für Aussagen in diesem Feld? Wenn ich Ihnen etwas zu den Heilungschancen für Krebs äußern würde, wäre ich ganz gewiss kein Experte, sondern einfach nur ein Laie, der seine Meinung dazu sagt. Und das muss kenntlich werden, sagen wir in der Wissenschaft. Die Medien sind nicht daran interessiert, die Maßstäbe von wissenschaftlicher Bewertung von Auffassungen mitzuliefern. Deswegen haben wir ein Dilemma. Aber Sie sollten in jeder öffentlichen Diskussion klar machen, handelt es sich hier um die Verteidigung der Meinungsfreiheit, ganz wichtige Sache nach Grundgesetz, oder handelt es sich um die Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit? Bloß weil einer einen Professorentitel hat, fällt er da noch nicht drunter. Sehr wichtige Anmerkung. Wir haben noch knapp 4 Minuten. Eine Frage können wir noch dran nehmen. Dort hatte sich jemand gemeldet. Hallo, ich bin Tamar Ünal und ich studiere Jura an der Universität Leipzig und bin auch im Bereich der Gleichstellung aktiv. Und ich fand es sehr schön, was die Frau Kuh von der Weimarer Uni erzählt hat, was für Projekte sie haben, welche die Demokratie stärken soll. An der Uni Leipzig gab es jetzt vor ein paar Monaten eine Veranstaltung von der Rektorin selbst, die zur Diskussion und zu diesem öffentlichen Streit einen Platz geboten hat. Aber seitdem gab es, oder habe ich auf jeden Fall, nichts mehr mitbekommen. Und ich wollte einmal fragen, ob das bis, sag ich mal, spätestens zu den Landtagswahlen sich vielleicht ändern wird, ob es noch irgendwie Projekte von der Universität ausgeben wird oder genauso ähnliche Sachen. Und eine kleine zweite Frage, dann bin ich ganz schnell. Ich fand es auch sehr, sehr schön und das hat mich auch persönlich berührt, was Sie, Frau Korn, von sich erzählt haben bezüglich der Audimax-Besetzung, wo es dann um Klimakatastrophen ging und wie Sie aber damit, vor allem, wie Sie damit umgegangen sind und auch diesen Dialog gesucht haben und dass Sie auch weiterhin im Dialog stehen und auch allgemein, wie Sie die persönlichen Sachen erzählt haben von den Studierenden aus. So eine ähnliche Situation hatten wir auch an der Uni Leipzig, wo es aber einen anderen Umgang gab. Das will ich auch gar nicht jetzt kritisieren oder jetzt groß merken, wo es halt, also jetzt nicht ein Thema der Klima, aber bei einem anderen Konfliktthema, wo dann die erste Handlung war, dass das durch die Polizei geräumt werden soll. Ja. Und genau. Vielen Dank. Ich muss jetzt kein Problem. Weil wir haben noch 2 Minuten. Ich möchte jetzt Herrn Medelli die Möglichkeit geben, auf die erste Frage zu antworten, weil die zweite Frage noch ein anderes Thema aufmacht. Und vielleicht kann ich Sie beide miteinander verknüpfen, gleich in der Pause beim Kaffee über die zweite Frage noch zu sprechen. Und da können sich ja weitere Personen anschließen. Die erste Frage war, ob noch weitere Veranstaltungen geplant sind. Ich habe darüber nachgedacht, als Sie vorhin sprachen, warum haben wir eigentlich kein Programm für Demokratie an unserer Universität? Und dann ging mir durch den Kopf, wir sind eine so lebendige Universität, dass das wirklich jeden Tag stattfindet. Und zwar in den Fachbereichen, in verschiedensten Initiativen. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Ringvorlesungen zu politischen Themen wir haben, dann ist das schon eine ganze Menge. Was ich aber lerne, sagen aus Ihrer Perspektive, ist, dass man das auch zusammenfassen kann und dadurch noch deutlicher sichtbar machen kann. Ich kann ja das, was Frau Korn... Noch mehr auch in den Kontakt mit der Gesellschaft geht. Darum geht es ja auch bei Ihren Projekten. Ja, das ist ja klar. Aber die Universität Leipzig vibriert sozusagen vor Demokratie, Begeisterung und vor Sorge, dass andere diese Demokratie in Gefahr bringen könnten. Und insofern müssen wir, glaube ich, da niemanden wecken, sondern die Frage ist, mache ich es sichtbar, wie es zusammengehört?
Ich kann, Frau Korn, und das ist jetzt nur eine Bemerkung zu der zweiten Frage, Ihr Erlebnis ja nur bestätigen. Wir hatten auch eine solche Besetzung, aus der wir rausgegangen sind mit einer Gruppe von Studierenden, die sich mit engagiert haben, dass wir jetzt ein Nachhaltigkeitskonzept haben. Also wir haben es nicht in Vorlesungen übersetzt, sondern in ein Strategiepapier, vielleicht ein bisschen langweiliger, aber sagen auf jeden Fall auch ein schönes Produkt von Dialog. Und die Frage ist, was mache ich, wenn die andere Seite von vornherein überhaupt keinen Dialog will, sich verbarrikadiert, den Mund zuwickelt und nicht sagt, ich will sprechen, sondern sagt, ich will nicht sprechen, sondern ich möchte hier Sachbeschädigung betreiben. Also um das ganz offen zu sagen, können wir gleich einen Kaffee drüber trinken, aber da ist für uns gewissermaßen die Grenze. Und es hat interessanterweise, das will ich nur noch sagen, weil das vielen nicht so bewusst ist, es hat an diesem Tag hier in Leipzig zwei Ereignisse gegeben. Die Besetzung eines Hörsaals mit Sachbeschädigung, dieser Hörsaal wurde von der Polizei geräumt und es hat parallel dazu eine öffentlich angemeldete Veranstaltung auf dem Unihof gegeben, auf der sehr kontroverse Meinungen diskutiert worden sind und die ist überhaupt nicht beeinträchtigt worden. Ja? Und jetzt sagt das da unten, bitte zum Ende kommen. Genau. Die Zeit ist leider um und wir wollen jetzt auch Ihnen die Möglichkeit geben, darüber noch miteinander zu diskutieren und sich die Beine zu vertreten. Um 11.40 Uhr geht es hier weiter mit einem Input zur Verantwortung von Hochschulen über ihre Rolle in Krisenzeiten, über Resilienz und EdTech. Dann bis gleich um 11.40 Uhr. Vielen, vielen Dank Ihnen und vielen Dank für die Fragen.